is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Und er wartet verloren. Was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen. In diesem Leben haben wir oft den Eindruck, unsere Arbeit für Gott bleibe beinahe erfolglos. Unsere Bemühungen, Gutes zu tun, mögen aufrichtig und ausdauernd sein. Und doch ist es uns vielleicht nicht vergönnt, die Ergebnisse zu sehen. Vielleicht erscheint uns die Mühe verschwendet. Doch der Heiland versichert uns, dass unsere Arbeit im Himmel verzeichnet wird und die Belohnung nicht ausbleiben kann. Die arme Witwe, die ihre beiden Schäflein in den Opferkasten fernbart, war sich kaum bewusst, dass sie eigentlich tat. Ihr Beispiel der Selbstaufopferung hat tausende von Menschenherzen in jedem Land und jedem Zeitalter berührt und in ihnen ein Echo geweckt. Sie hat Geschenke von hoch und niedrig, reich und arm in Gottes Schatzkammer gebracht. Es hat geholfen, Missionswerke zu unterstützen, Krankenhäuser zu errichten, Hungrige zu speisen, Nackte zu kleiden, Kranke zu heilen und das Evangelium den Armen zu verkündigen. Unzählige Menschen sind durch ihre selbstlose Tat gesegnet worden. Und am Tag Gottes wird sie die Auswirkungen all dieser Einflüsse sehen dürfen. Genauso war es mit der Kostbarkeit, die Maria dem Heiland geschenkt hat. Wie viele sind durch die Erinnerung an jenes zerbrochene Alabastergefäß zum liebevollen Dienst angeregt worden. Und wie wird sie sich freuen, wenn sie all dies zu sehen bekommt. Wahrlich, ich sage euch, erklärte Christus, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. In die Zukunft blicken, sprach der Heiland mit Bestimmtheit über seine frohe Botschaft. Sie sollte in der ganzen Welt gepredigt werden. Und soweit sich die Evangeliumsverkündigung ausdehnte, würde auch Marias Gabe ihren Duft aussenden. Und viele würden durch ihre spontane Tat innerlich gesegnet werden. Königreiche würden aufkommen und fallen. Die Namen von Monarchen und Eroberern in Vergessenheit geraten. Doch die Tat dieser Frau wird auf den Seiten der Heilsgeschichte verewigt. Bis es keine Zeit mehr gäbe, würde der zerbrochene Alabasterkrug die Geschichte der überströmenden Liebe Gottes zu einer gefallenen Menschheit erzählen. Jeder Impuls des Heiligen Geistes, der Menschen zum Guten und zu Gott hinführt, wird in den Büchern des Himmels notiert. Und am Tag Gottes wird jeder, der sich als Werkzeug hingegeben hat, um vom Heiligen Geist gebraucht zu werden, sehen dürfen, was sein Leben bewirkt hat.